gleich kriege ich was ab. Aber da vorne wartet der Defender. Und dann macht, glaube ich, das nur Sinn, das auszusitzen. Da rollt gerade eine schöne Überentwicklung, ein schönes Gewitter durch. Naja. Wo ist das große? Ja, das ist nirgends ein Neptun. So, das letzte Mal Schirmbock. Hey Junge! Nichts kaputt. Gott sei Dank. Im Krankenhaus möchte ich nicht operiert werden. Nichts irreparabel kaputt, aber es. Keine Ahnung was. Dein Helm, also an einer Stelle ist schon aus. Weißt du, was ich hier drauf. Da ist dann der Luftraum von Ivrea und darf ich 600 Meter 610 AGL fliegen. Und es ging eigentlich ganz gut und dann habe ich halt Höhe abgebaut, dass ich quasi das Tal queren kann, weil hinten drin sah es ziemlich feucht aus, weil da vorhin gewittert oder ein Schauer durchzogen ist. Und dann bin ich halt rübergeflogen an so eine Gräte, habe Auftritt und dann ist Schatten reinzogen. Und dann hat die Thermik geschwächelt und da war eigentlich eine richtig schöne Landemöglichkeit so im Kessel. Alles, was davor war, war viel zu steil, geröllig und kurz und kleine Wiesen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja cool, wenn das jetzt hier mit der Thermik nicht mehr geht, fliege ich da entspannt rein, hat so leichten Gegenwind und es ging so leicht bergauf. Und dann wollte ich halt sanft einfach reinlanden und dann hat es, ich weiß nicht, ich habe auf einmal so einen Speed drauf gekriegt. Und dann habe ich halt den Beschleuniger rausgenommen auf die Bremse, dass ich schön mit einem Schwung reinkomme und ich bin einfach weiter. Und dann war ich halt brutal schnell und habe versucht aufzusetzen. Und es war dann doch ein bisschen mehr geröllig, also waren es richtig große Brocken. Okay. Und dann hat es mich, weiß ich nicht, zweimal überschlagen oder sowas und ich bin voll auf die Seite gefallen. Dann bin ich wieder aufgestanden und habe eigentlich gedacht, okay, passt. Geht alles, ich kann alles bewegen. Läuft. Arme kann ich bewegen, Kopf kann ich bewegen. Nicht so schlimm. Aber dann haben die Schmerzen angefangen. Dann das Wunder, also mit dem Ei, und die sagen, dass nichts gebrochen ist, würde ich halt einfach nur auf den Steinbeutel. Und schmeckt's. Das wird immer fett wie Sau.
20 Minuten war der am Telefon und hat versucht einfach, denen das irgendwie klar zu machen. Du hast 10 Mal die Koordinaten durchgeben. Ja, Koordinaten. Ich habe einfach gesagt, geht auf die X-Hub-Seite, Live-Tracking. Und dann haben sie gemeint, ja, da kommen nur 5. Dann sage ich, ja, all at Leeds. All. Und dann mache ich es anders. Dann wisst ihr genau, wo der ist. Und das haben die nicht checkt. Beim ersten Versuch ist doch irgendwie, da haben sie dich zu einer Dolmetscherzentrale weitergeleitet. 4 Minuten in der Warteschleife bis zur Dolmetscherzentrale. Du hast deinen Gleitschirmflieger abgestürzt. Da kann sonst was kaputt sein. Aber erstmal zum Dolmetscher. Ja, nachher waren 3 in der Lage. Ameisen, Pizza. Damals klein. Jo, wir sind jetzt wieder zurück in Aosta, mit dem Heli quasi ins Krankenhaus geflogen. Es war ziemlich gewittrig und ich habe daher den Plan gehabt, immer wieder ein bisschen zu fliegen und wieder oben top zu landen. Und bei der Top-Landung, bei der letzten, habe ich die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich hatte erst Gegenwind und dann hatte ich auf einmal ziemlich Rückenwind. Das Gelände war sehr anspruchsvoll zum Toplanden und das Timing von meiner Hanglandung hat dann nicht gepasst. Und dann bin ich ganz gut ins Geröllfeld eingebombt. Bin mit dem Heli nach Aosta geflogen, war 5 Stunden im Krankenhaus. Aber hauptsächlich zum Warten ist jetzt nicht viel passiert, ist nochmal glimpflich ausgegangen. Fuß ist geprellt, Hüfte ist geprellt und mein Arm ist ein bisschen lädiert. Glücklicherweise nicht mehr passiert. Also, generell unterschätzt so Hanglandungen vielleicht nicht, auch wenn es immer so spielerisch einfach ausschaut. Ich habe gedacht, also ich bin jetzt so oft irgendwo eingelandet und es hat immer super hingehaut und es war anspruchsvoller. Das geht super easy und dann ging es halt doch mal in die Hose. Genau, und wir sind jetzt gerade beim Pizzaessen, Bier trinken. Und für mich ist halt jetzt das Rennen leider zu Ende. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ziemlich schade eigentlich, weil wir echt ein gutes Team waren, gut funktioniert hat alles und wir im Flow waren und ich noch voll motiviert und topfit. Aber so geht es jetzt halt einfach nicht weiter.